So, herzlich willkommen zu einer Aufzeichnung des JFD Live Trading Desktops. Zunächst wieder einmal der Risikohinweis und dann schauen wir mal, was der DAX heute gemacht hat oder wo der DAX aktuell im Tageschart steht. Bei der JFD Brokers Indikation konnte mit dem Hoch genau der EMA 38 touchiert werden. Hier gab es eben dann die ersten Verkäufe und der Index steht aktuell bei 10.060. Schauen wir den DAX auf Xetra im Stundenchart an. Hier schrieb ich dann, als die Trendlinie gebrochen ist, hat er die Chance, bis zur 10.080 Marke anzusteigen. Als ich dann gegen Nachmittag um 14 Uhr schrieb, der DAX könnte jetzt alles machen, was möglich ist, also entweder ein Ausbruch oder nach unten, hat er eben gar nichts gemacht, ja, sondern ist eigentlich seitwärts gelaufen und bekommt jetzt ein kleines bisschen Verkaufsdruck zu spüren. So, der weitere Verlauf, wie gesagt, es ist immer noch alles möglich und sowieso alles möglich, solange er über dem Rainbow steht, im 1-Stunden-Chart, kann er nach 10.030 nach oben wandern noch. Schauen wir jetzt dazu den Bund-Future an. Wo habe ich den Bund-Future? Der ist hier. Hatte den Ausbruch nicht nachhaltig geschafft. Hier steht er eben wie der DAX am Scheideweg im Prinzip. Alles ist hier nach oben möglich und dann würde wahrscheinlich der DAX nach unten fallen. Kommt es eben hier eben zum Bruch des Rainbows bzw. des EMA 10s. Dann sollten eigentlich hier die unteren Ziele angelaufen werden bei 156,20 etwa. Beziehungsweise könnte auch schon bei 156,50 eine kleine Kehrtwende einlegen. So, dann kommen wir ganz kurz das eine Chartbild noch zum DAX. Das ist jetzt nicht ganz mein favoriertes Szenario, aber möglich ist eben hier, was heute Vormittag schon besprochen worden ist, dass der DAX Richtung 9.800 zurückfallen kann und dann zu einer Jahresendrallye oder beziehungsweise einfach zu einer Rallye Richtung 10.380 starten kann auf diesem Niveau dann. BASF war einer noch der vorgestellten Werte im DAX, lief exakt hier an die Kaufzone heran, liegt also im Plan. Die Post AG habe ich vorgestellt. Hier liegt der Kurs hinter der ersten Kaufzone. Liegt auch alles. Läuft alles weiter nach Plan. Dann kommen wir zum Dow Jones Index, bevor wir dann den Euro-Dollar anschauen. Hier ist auf jeden Fall alles, was jetzt unter 10.040 bzw. 17.050 liegt, ist eher abwärts gerichtet. Wenn jetzt hier die Trendlinie bricht, plus hier eine ehemalige Unterstützung bzw. der Widerstand gebrochen wird, dann sollte es wieder Richtung 17.100 laufen. Der Nasdaq 100 Index, hier lief es jetzt nicht unbedingt ganz so wunschgemäß. Wie gesagt, das Level von 4.250 sollte angelaufen werden, aber speziell geschortet habe ich da hier sowieso nicht und hier ist jetzt liegt er genau wieder an der Widerstandslinie, liegt er auf. Mit den nachbörslichen Nachrichten kann er jetzt hier mit einem Upgap sofort in den Rallye-Modus schalten oder eben bärisch nach unten abprallen. Also hier ist man im Prinzip auch 50-50 Chance. Dann kommen wir noch zum Euro-US-Dollar-Paar. Da habe ich ja heute eine
bisschen größere Analyse halt geschrieben. Und ja, als ich die Analyse geschrieben habe, stand das Währungspaar bei 1,1450. Und es sollte im Prinzip in zwei Schüben an die Kaufzone heranlaufen. Er ist jetzt wieder sehr volatil, dann gleich direkt einmal angelaufen. Er fährt jetzt eine größere Pullback-Bewegung und könnte, wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart unterwegs, könnte jetzt hier im Laufe des Abends und am nächsten Vormittag eben nochmal das Level anlaufen. Und hier besteht dann eine gute Chance, dass es dann nochmal eine Aufwärtsbewegung Richtung 1,15, dass das Währungspaar 1 zu 1,15 vollendet, eine Aufwärtsbewegung. So, dann hoffe ich, dass dann am Morgen das Live-Trading-Video, dass es direkt wieder funktioniert. Sonst werde ich halt auch wieder eine Aufzeichnung machen und es direkt online stellen. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Bis morgen.